Jo, hallo Leute, in diesem neuen Video bin ich mal hier in Clash Royale und heute gibt es eine winzig kleine Erneuerung auf meinem Kanal. Das kann das ganze Minecraft Let's Play und alle Minecraft-Videos verändern und das will ich euch heute präsentieren. Und zwar war ich vor ein paar Stunden in Mediamarkt drinne und habe mir ein neues Kabel gekauft. Was für eins, kann ich euch mal ein Screenshot oder so einblenden. Und mit diesem Kabel kann ich jetzt jedes Technikteil eigentlich sozusagen, was einen USB-Anschluss hat, benutzen. Also was das sozusagen unterstützt. Und zwar zeige ich es euch mal. Schaut mal, hier ist eine Maus. Und ich kann auch mit einer Tastatur spielen. Ich kann mit allem spielen. Und ich will das Ganze heute mal testen. Und es wird vielleicht sogar auch hochgeladen, wenn ich nicht merke, dass die Sounds von dem, also die Klick-Dinger nicht zu laut sind. Dann lade ich sogar hoch und ich will jetzt hier einfach mal einen kleinen Kampf machen. Ansonsten, mal schauen, ob ich es hochladen werde. Ich denke mal nicht. Ich weiß es aber nicht. Mal schauen. Ich will jetzt hier mal kämpfen. Es funktioniert wirklich gut, vor allem bei Clash Royale. Clash of Clans funktioniert auch ziemlich gut. Minecraft habe ich noch ein paar Probleme mit. Die versuche ich zurzeit zu beheben, also noch werde ich ganz normal spielen. Aber es ist auch so, dass ich suche hier schon mal einen Moment. Ich warte noch mal kurz. Weil ich halt. Weil ich mich sonst nicht konzentrieren kann. So. Und in Minecraft ist halt das Problem, dass. Ja, ich kann es euch schlecht erklären. Irgendwann werdet ihr es mal sehen. Ja, auf jeden Fall habe ich halt bei Minecraft noch so ein paar Probleme und deswegen werde ich noch normal aufnehmen wie vorher, also mit Touch. Aber der Unterschied wird sein, dass wenn ich es dann behoben habe, dass ihr, weil in den letzten Videos war es immer so, dass da so ein kleines Boom kam. Also nicht Boom, sondern so Klackern. Kann ich jetzt schlecht beschreiben, vielleicht wisst ihr selber, auf jeden Fall so ein paar Soundfehler, wo man halt meine Hände hört, wie ich halt auf dem Touch irgendetwas mache. Das sollte damit behoben sein, weil ich diesmal das Display nicht mal berühre. Ich sitze einfach nur davor und das war's. Und jetzt mache ich halt nur noch alles mit der Maus. Das bedeutet, das Mikrofon ist frei, ich berühre es nicht mehr und somit kann sich das Ganze halt um einiges verändern und besser werden. Und ich freue mich schon, wenn es auch mit Minecraft funktionieren wird. Ansonsten werde ich es vielleicht so. Also kommt darauf an, wie es bei euch ankommt, ob ihr es gut findet, ob ihr es schlecht findet. Und ansonsten werde ich vielleicht mal Clash Royale oder irgendwelche anderen Spiele, die man so spielen kann, kann ich halt da mal aufnehmen. Und ja, ich will das Ganze jetzt mal testen und gehe mal auf Kämpfen. Und die Sounds sind immer noch aus, weil ich. Ne? Wie nennt man das Ganze nochmal? Hier, Moment, hier erstmal der Päcker und mal schauen, was er kontern will. Riesen, na gut, das ist jetzt ja toll. Dann vielleicht schafft er das Feuer. Na, schade. Ja. Hier mal Bogenschützen. Pfeile kommen hier hin. Dann. Kobold, der hat Level 6 Kobolde. Ich habe zum Glück welche Level 8. Damit sollte der Riese auch behoben werden. So, Moment. Hier noch schnell der Drache. Der macht da Flächenschaden und kann somit die Kobolde eigentlich recht gut töten oder zerstören oder wie auch immer. Ich will hier die Kaserne setzen auf jeden Fall. 1080 Pokale hat er. Ich habe gerade eben ein Spiel gespielt. Hat super funktioniert. Es war richtig nice. Ich habe auch gewonnen. Habe mich richtig gefreut, dass es so gut funktioniert und ja, mal schauen, was mit, na, schon wieder Riesen, da wird er wahrscheinlich hier gleich wieder, ich kenne, ja, so seine Taktik ist so ein bisschen, ne, ein bisschen komisch so, also ich verstehe sie auf jeden Fall, wahrscheinlich kommen jetzt die Skelettarmee, doch nicht, na gut, ja doch, guck, das war's, ja, damit hat er so eine gute Chance, einen zu zerstören. Weil der Riese greift jetzt an und wenn man den Riesen zerstört, dann greift hier der Typ an. Ja, das wird wahrscheinlich das Aus für den Turm sein. Ja. Schade. Schade, schade, schade. Ja gut, wenn ich jetzt sogar Pech. Ja, okay, das geht noch.
Hier. Ich muss jetzt verteidigen. Der wird jetzt hier wahrscheinlich wieder angreifen. Ah, der will den zweiten Turm anscheinend. Ich muss jetzt mal hier ganz schnell verteidigen. Da kommen immer mehr Truppen. Und ich kann die nicht abhalten. Vom Level her habe ich, glaube ich, die besseren Truppen. Also ich habe Level 8 Kobolde, Level, keine Ahnung, 7 oder so. Speerdinger, Speer. Ja, Mann, Alter, diese Kobold-Armee, die nervt sowas von, die ist so dreckig. Das ist irgendwie so eine Karte, die ich komplett hasse. Es ist irgendwie kaum zu glauben. Jetzt setzt er da nochmal. Jetzt gleich wird der Prinz kommen. Ja, er wird es nicht schaffen, oder? Kommt drauf an, ja doch, guck, da kommt der Prinz. Es ist irgendwie so eine Taktik, die ist schon gut, aber ich mag sie nicht. Also, ich bin kein Fan von dieser Taktik. Vielleicht schaffe ich es noch. Vielleicht schaffe ich es noch, den Turm zu zerstören. Ah, nee, nee. Oh, vielleicht schafft er es noch. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein. Na gut, schade. Ich gebe jetzt einfach nochmal ein, ja, gutes Spiel. So, minus 30 Trophäen, na gut. War jetzt nicht meine beste Runde, aber ich meine, ich trainiere noch und zudem ist es eh nur eine Testaufnahme. Hier, ich war auf 1066, der auf 1008 hatte. Ich hatte auf jeden Fall schon mehr Pokale. Ah ne, das ist der erste hier, Fail. 1080, 1091. Ja, ich hatte trotzdem mehr Pokale, aber man sieht hier, Level 7 Barbaren, Level 5, 6 Barbaren, Level 7 Bogenschützen, Level 7, Level 6. Warum sage ich die ganze Zeit das falsche Level? Level 6 Bogenschützen, Level 6 Kobolde, Level 8 Kobolde. Level 6 Pfeile, Level 7 Pfeile. Also ich hatte da auf jeden Fall schon vom Level her eigentlich bessere Karten. Die Kobold hatte er auf Level 4. Die habe ich auf Level 4. Na gut, ja, ich kämpfe nicht mehr mit der. Ich kämpfe mit der Barbarenhütte, die ist jetzt auch auf Level 4. Bald kann ich sie auf Level 5 machen. Wie viel kostet es eigentlich? 1000, ja, okay, es geht noch. Ja, ich mache eine Kiste auf. Vielleicht mache ich nochmal ein Pack Opening oder Kisten Opening, keine Ahnung, wie ich es nenne. Spielt eigentlich keine Rolle. Und ja, das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe mal, die Klicks waren jetzt nicht zu laut. Ich denke mal, dass man sie hören wird. Falls nicht, umso besser. Und ja, dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.